Konami war in den 80er und 90er Jahren neben Software-Schmieden wie Capcom oder Squaresoft ein richtiger Gigant. Und wie es scheint, ist Konami aus einem jahrelangen Schlummer erwacht. Denn mit 3 Arcade Collections hat Konami gleich 26 Spiele für uns in petto, die zusammengerechnet nur 60 Euro kosten. Das macht im Schnitt 2,30 Euro pro Spiel. Ist doch ein geiler Deal, oder? Ich habe mir alle 3 Anniversary Collections von Konami mal genauer angeschaut und in diesem Video werde ich euch sagen, was ich davon halte, wo die Vorteile liegen, was vielleicht fehlt und wo ich eine super große verpasste Chance sehe. Lasst uns loslegen. Ja, Konami. In den 80er und 90er Jahren zählte Konami, ja, wie schon gesagt, zu einem der größten Software-Giganten und hatte uns mit Spielen wie Super Protector, was im außereuropäischen Ausland Contra hieß, oder mit vielen Castlevania-Spielen, mit Mystical Ninja, mit den ganzen Turtles-Spielen, ja, schnell und ziemlich viel bei Laune gehalten. Und jetzt ist es alles ein bisschen still um Konami geworden. Neben Metal Gear Survive und Pro Evolution Soccer hat man da gefühlt gar nichts mehr von dem japanischen Softwarehaus gehört. Und das hat natürlich alles so ein bisschen auch mit dem Weggang von Hideo Kojima zu tun. Bei vielen Fans ist die Treue zu Konami leider inzwischen verloren gegangen. Jetzt aber meldet sich Konami wieder zurück und hat 3 richtig coole Retro-Collections dabei. Die sind alle jetzt ein wenig länger erschienen, ganz aktuell Contra nach der Nintendo E3 herausgekommen. Und Konami war so nett und hat mir alle 3 Collections mal zugeschickt. Die habe ich mir jetzt alle mal angeschaut und ja, darüber reden wir jetzt. Die sind alle relativ ähnlich aufgebaut, vor allem die Contra und die Castlevania Collection ist sehr, sehr ähnlich aufgebaut von der Menüführung, von den Features. Die Arcade-Fassung ist dann noch ein bisschen anders und ich möchte auch mit der Arcade-Variante hier in diesem Video starten. Die Konami Arcade Classics Anniversary Collection beinhaltet 8 Spiele. Dabei ist Scramble, Twinbee, Nemesis, Life Force, Typhoon, Haunted Castle, Vulcan Venture und Thundercross. Und wenn ihr euch mal die Spiele jetzt mal genauer anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass von diesen 8 Spielen 7 Shooter sind, also Shoot'em-ups. Und das ist natürlich nicht sonderlich verwundernswert, weil früher in den Arcade-Hallen, vor allem unter hat Konami halt ihren Ursprung, gab es viele Shooter. Viele Shoot'em-ups, aber es gab natürlich auch andere Spiele, die Konami auch definitiv in der Arcade Collection hat. Und jetzt mal kurz auf die Spiele zu sprechen zu kommen. Ja, die Spiele sind allesamt richtig gut, wobei Scramble natürlich sehr gealtert ist inzwischen. Wenn ihr Scramble spielt, dann ja, es ist halt nichts mehr, was einen heute noch umhaut. Ich meine, sowas wie Nemesis oder Life Force auf Japanisch oder hier auch bei uns später als Gradius oder Salamander bekannt, haben noch so einen gewissen Retro-Charme. Die Spiele kann man heute noch gut spielen. Aber Scramble hat mir in der Collection jetzt am wenigsten Spaß gemacht. Und die anderen Shoot'em-ups und auch Haunted Castle, da komme ich gleich noch zu, sind allesamt gut geworden. Um die Emulation hat sich M2 gekümmert. Ihr habt ja die rudimentären Spiele, wie ihr sie von früher kennt, wenn ihr sie denn in den Arcade-Hallen gespielt habt. Aber Gradius beispielsweise ist ja dann später auch auf die Konsolen geportet worden. Und neben den eigentlichen Spielen hat M2 auch noch ein paar Sonderfeatures hinzugebaut. Ihr könnt ein Menü zuschalten und in diesem Menü könnt ihr beispielsweise ein Save State anlegen. Ihr könnt das Spiel wieder laden, falls ihr mal irgendwo verkackt habt. Ja? Ihr könnt ein Replay speichern, um euch das im Nachhinein wieder anzugucken, was natürlich interessant für Let's Player ist. Ihr könnt einen Rahmen festlegen, weil die Spiele meist entweder hochkant dargestellt werden bei den alten Arcade-Shootern oder halt bei der Castlevania oder Contra Collection auch vieles in 4:3, also rechteckig dargestellt wird, dann könnt ihr das quasi mit einem Rahmen unterlegen. Es gibt 3 verschiedene Rahmen zur Auswahl. Die Rahmen unterscheiden sich jeweils natürlich von Collection zu Collection. Das könnt ihr machen. Ich weiß aber, dass viele da draußen ganz normale schwarze Rahmen, kann man ja sagen, den normalen schwarzen Rahmen bevorzugen. Ich bin einer, ich schalte mir sehr, sehr gerne andere Rahmen hinzu, aber da ist jeder anders. Jeder kann das so machen, wie er möchte. Ihr könnt aber auch die Darstellung ändern. Und hier wird das ganz interessant, denn ihr könnt hier beispielsweise auf die Originaldarstellung wählen. Ihr könnt eine Pixel-Perfect-Darstellung wählen, dann ist das Bild ein bisschen kleiner, aber halt ein bisschen zusammengestochter, ein bisschen schärfer. Ihr könnt das Ganze auf 16:9 stretchen, wenn das heutzutage einer macht. Und ihr könnt auch Scanlines dazu schalten beim Gameboy, bei den Gameboy-Spielen. Das ist bei Castlevania und bei Contra später interessant. Da ist es sogar so, dass ihr noch so Farbfilter hinzuschalten könnt, wie halt früher auf dem Gameboy, auf dem Super Gameboy zum Beispiel. Und ja,
ja, es ist alles ganz nett und diese Features, vor allem halt die Save States, die sparen euch sehr viel Zeit und sehr viel Frust ein, denn diese Spiele, egal ob die Arcade Classics oder später Contra oder Castlevania, die waren halt damals bockschwer. Ja, vor allem in den 16-Bit- und 8-Bit-Zeitaltern. Und an sich, das Gameplay, der Spielspaß, der ist recht gut. Die Spiele lassen sich gut steuern mit dem Steuerkreuz, das ist alles soweit kein Thema, sind ja alles 2D-Spiele, da würde ich halt immer auf das Steuerkreuz zurückgreifen und die Emulation ist soweit eigentlich top. Das Problem ist bei der Arcade Anniversary Collection, da komme ich jetzt mal auf das Problem zu sprechen. Eingangs hatte ich ja gesagt, es sind 7 Shoot'em-ups und ein Nicht-Shoot'em-up, ja, Haunted Castle. Und Haunted Castle ist Castlevania. Das Ganze ist ein Arcade-Port vom ersten Castlevania. Und ja, es ist leider unglaublich stark gealtert. Haunted Castle ist in meinen Augen kein gutes Castlevania-Spiel. Es ist unglaublich klobig. Das Spiel steuert sich unglaublich schwer und die Peitsche ist sehr, sehr kurz. Das Trefferfeedback ist eine Katastrophe. Sehr viele unfaire Stellen. Das Spiel ist hier vorne und hinten designt worden, um euch früher das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, und heutzutage, ja, ist es einfach nur altbacken. Unglaublich altbacken. Und leider hat Konami bei der Arcade Collection es versäumt, uns Continuous Unendlich Leben einzubauen. Das heißt, ihr habt immer noch diese 3, 4, 5, 7 Versuche, wie es bei Konami-Spielen üblich war. Wenn ihr jetzt aber beispielsweise Arcade-Spiele emuliert, dann habt ihr ja immer die Möglichkeit, bei Mami zum Beispiel ja mit Knopfdruck immer wieder euch einen Credit einzuschmeißen sozusagen, euch also unendlich viele Credits zu geben, um dann so unfaire Spiele wie halt zum Beispiel Haunted Castle auch mal durchzuspielen. Und das haben die hier versäumt, also ihr geht irgendwann nochmal tatsächlich Game Over und müsst von vorne starten, es sei denn, ihr benutzt die Save States. Das ist ein bisschen schade. Aber wo ich drauf hinaus will, die ganzen Shoot'em-ups, die gleichen sich leider sehr stark. Ja, ihr habt da Gradius, beziehungsweise Nemesis und Vulcan Venture, das sind im Endeffekt Gradius 1 und Gradius 2. Life Force ist das gleiche Schiff wie bei Gradius. Also die Spiele sind sehr, sehr gleich aufgebaut. Ja? Und das ist eine vertane Chance bei der Arcade Collection. Wenn ihr euch mal anschaut, was Konami alles in den Arcade-Hallen stehen hat. Ja? Da gab es von Gammon bis zu Frogger. Gab so viele verschiedene Spiele. Das einzige Shoot'em-up, was in dieser Collection so ein bisschen aus der Reihe tritt, ist Twinbee. Ich mag die Twinbee-Reihe sehr, sehr gerne. Ich bevorzuge da aber den SNES-Ableger. Und den haben wir hier natürlich nicht. Wir haben das Arcade Original, dadurch, dass es halt eine Arcade Collection ist. Aber auch dieser Name, wenn 7 Spiele von 8 Shooter sind, dann nennt das Ganze doch lieber eine Shoot'em'up Collection Konami und bringt dann da von mir aus auch sowas wie Paradius rein, was natürlich irgendwann auf Heimkonsole erschien. Aber wenn ihr das Shoot'em'up Collection nennt, braucht ihr euch nicht euch auf Arcade-Spiele zu beschränken. Und wenn ihr es bei Arcade belassen wollt, dann hättet ihr vielleicht andere Genres mit reinnehmen sollen. Wieso nicht Frogger? Wieso nicht Mr. Gammon, was da ja auch drauf, was ja früher auch in den Arcade-Hallen war. Das hat ja so ein bisschen der Abwechslung gut getan. Ansonsten ist die Collection sehr, sehr schön. Gute Spiele, leider halt ein Genre. Ne? Also besser wäre es hier tatsächlich gewesen, das ganze Shoot'em'up Collection zu nennen. Kostet 20 Euro. Somit bei 8 Spielen seid ihr bei 2,50 Euro. Und mit einem kostenlosen Update gibt es auch jetzt die Möglichkeit, 6 der 8 Spiele in der original japanischen Version zu spielen. Es gibt einen neuen Menüpunkt, der heißt Japanese Versions. Da geht man drauf und dann hat man bis auf Scramble und Twinbee alle anderen 6 verbliebenen Spiele als japanische Originalausgabe da für die Puristen. Ich persönlich habe da nicht viel Unterschied feststellen können, außer dass natürlich die Schrift anders ist. Aber wer es mag, kann hier, wie gesagt, durch das neue Update auch die japanischen Originalversionen spielen. Und dazu gibt es auch noch ein Artbook tatsächlich oder so eine Chronik, kann man sagen. Das Ganze ist leider eine PDF, als ein digitaler Release ist. Und da kann man dann auf verschiedenen Seiten sich Packshots angucken, sich die Entstehungsgeschichte angucken, Konzeptzeichnungen. Sehr, sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Obwohl es nur eine PDF war, hatte ich Spaß, da mal durchzuscrollen auf dem Bildschirm. Ich hätte mir aber hier tatsächlich eine etwas griffigere physische Version gewünscht, die man sich auch mal so in die Hand nehmen könnte, versteht ihr? Vor allem bei so einem Buch, ne? So, danach kam die Castlevania Collection raus, die Castlevania Anniversary Collection und die ist deutlich, deutlich, deutlich besser, ja? Bei der Castlevania Anniversary Collection habt ihr die Möglichkeit, alle 3 NES Castlevanias zu spielen, also Castlevania, Castlevania 2, Simon's Quest, Castlevania 3, Dracula's Curse, danach gibt es noch Super Castlevania 4, was ja auf dem Super Nintendo erschien, dann gibt es noch Castlevania The Adventure für den Game Boy, Castlevania 2 Belmont's Revenge und dann habt ihr auch noch die Möglichkeit,
euch Castlevania Bloodlines bzw. Castlevania The New Generation, wie es hierzulande ist, auf dem Sega Mega Drive reinzuziehen. Und es gibt auch noch einen neuen Release, den gab es vorher im Westen nicht. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, Kid Dracula zu spielen, was damals nur in Japan auf dem Famicom erschien. Sehr, sehr cool, hat Konami für dieses Mal übersetzt. Also dementsprechend auch ein richtiges Schmankerl da reingeworfen. Somit kommen wir hier also auch auf 8 Spiele, was 2,50 Euro pro Spiel macht. Und auch hier ist die Emulation den Jungs von M2 extrem gut gelungen, oder M2. Ihr habt mit die gleichen Features, die ich euch vorhin schon bei der Arcade Classic Collection aufgezählt habe. Also ihr könnt Save States anlegen, ihr könnt ein Replay speichern, ihr könnt die Darstellung ändern, was wie gesagt bei den Game Boy Castlevania jetzt sehr, sehr cool ist, die mal in Farbe zu spielen oder halt mit so einem Grid, was aussieht wie wirklich auf dem Ur-Game Boy. Richtig cool. Leider leidet vor allem das erste Castlevania The Adventures extrem an ihrem Ursprung oder an seinem Ursprung, denn Castlevania The Adventures ist damals recht früh auf dem Game Boy erschienen und läuft, wenn man es jetzt auf dem Fernseher spielt, echt in Zeitlupe. Also die Framerate ist da wirklich eine Katastrophe. Bis auf Castlevania The Adventures macht eigentlich alles ziemlich viel Spaß, obwohl ich persönlich auch hier meine subjektive Meinung kann mit Castlevania 2, Simon's Quest nicht viel anfangen auf dem NES. Ist nicht so mein Spiel, dann spiele ich persönlich lieber nochmal Castlevania The Adventures. Technisch gesehen ist aber Castlevania The Adventure das schlechteste Spiel der ganzen Collection geworden. Ansonsten Top-Auswahl, ihr habt Super Castlevania 4, das ist mit das beste 2D Castlevania da draußen für den SNES. Ihr habt mit The New Generation oder Bloodlines das Mega Drive Castlevania, was ja heutzutage auch im Originalzustand ziemlich viel kostet. So habt ihr die Möglichkeit, zumindest diese ganzen Spiele nochmal nachzuholen, falls ihr sie nicht gespielt habt. Das sind Castlevania-Spiele der alten Schule. Also wir haben es hier nicht mit Metroidvania-Spielen zu tun. Bitte nicht verwechseln. Das sind Spiele, die von A nach B gespielt werden. Ihr habt da kein großes Schloss, keine große Umgebung, wie jetzt bei den GBA, bei den DS-Spielen oder bei Symphony of the Night. Also nichts, wo ihr irgendwie Metroid-mäßig erforschen könnt. Diese Spiele gab es später. Ja, das sind echt rudimentäre 2D-Action-Jump'n'Runs, die wirklich unglaublich viel Spaß machen. Ich persönlich liebe die Castlevania-Reihe sehr. Aber mir haben hier Titel gefehlt. Mir hat vor allem Castlevania Rondo of Blood gefehlt. Also das, was früher auf dem PC Engine oder auch auf den Heimcomputern erschienen ist und erst viel, viel später als Castlevania Chronicles beispielsweise auf der PlayStation und auf der PSP erschienen ist. Das wäre ein Spiel, was ich noch sehr begrüßt hätte. Von mir aus auch den SNES-Port Vampire of Kiss, wobei der jetzt nicht ganz so geil geworden ist. Ja, das ist die Castlevania Collection. Ich meine, ihr kriegt hier für 2,50 Euro pro Spiel 8 Top-Spiele und ihr könnt da auch nochmal die japanischen Versionen spielen. Und da ist es so, dass mir am besten Castlevania 3 gefallen hat, weil die japanische Version hier noch mit einem anderen Sound daherkommt. Meines Wissens nach, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber meines Wissens nach hat die japanische Version von Castlevania 3 mehr Soundkanäle, das eigentliche Modul. Und dementsprechend hatte man da einen deutlich besseren Soundtrack und den kann man jetzt endlich auch hier nachholen. Ansonsten ist mir bei den Spielen ja nicht viel aufgefallen, außer wie jetzt bei den Arcade Classics, dass natürlich die Schrift jetzt von der englischen deutschen Schrift auf die japanische Schrift gewechselt ist. Und so ähnlich verhält es sich dann auch bei der Contra Collection. Die Contra Collection ist menütechnisch komplett gleich aufgebaut wie die Castlevania Collection, aber die Contra Collection macht hier und da noch ein bisschen was anders, sag ich mal, was mir persönlich nicht so ganz gefällt. Bei der Contra Collection habt ihr im Endeffekt sogar 10 Spiele. Keine 8, ihr habt 10 Spiele. Und diese fangen mit Arcade Ports an. Ja? Ihr habt Contra und Super C. Das sind 2 Arcade Spiele. Die hätte man streng aber auch in die Arcade-Fassung mit reinpacken können. In die Arcade Classics, von denen wir eingangs gesprochen haben. Naja, also die sind dabei. Ihr habt das NES Contra bei, ihr habt Super C auf dem NES dabei, auch das ist damit drin. Ihr habt Contra 3 die Alien Wars mit bei, was wir hier in Europa als Super Protector kennengelernt haben. Ihr habt Super Protector aber auch nochmal auf der Collection. Das heißt, Konami hat hier sowohl Contra 3 draufgepackt, als auch das europäische deutsche Pendant dazu, Super Protector. Also da könnt ihr euch entscheiden, was ihr lieber mögt. Im Endeffekt ändern sich aber nur die Charaktermodelle. Das Spiel bleibt komplett gleich. Ihr habt unter anderem auch Operation C damit drauf. Das ist das Game Boy Contra, was ich persönlich ziemlich cool finde. Und ich glaube auch, dass Konami da richtig guten Job gemacht hat damals. Contra auf dem Game Boy läuft extrem cool. Ich kenne es noch von früher als Super Pro Protector auf dem Game Boy. Und ihr habt hier die Möglichkeit, halt Contra Hardcore zu spielen. Das ist ja der Mega Drive Port, beziehungsweise die Mega Drive Eigenentwicklung ja gewesen von Konami. Und auch hier haben wir dann später noch die Möglichkeit zu sagen, entweder wir spielen Contra Hardcore
Oder wir spielen Probotector, das ist die Version, die wir hierzulande hatten. Auch wo Menschen durch Roboter ersetzt wurden. Ja? Das ist im Endeffekt die Contra Collection. Auch hier alles genauso umgesetzt, wie es damals auf dem Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo, Game Boy der Fall gewesen ist. Dieselbe Emulation, dieselben Features, Save States, Sekundrahmen anpassen, Bildern dann. Alles so, wie man das von der Castlevania Collection her kennt. Nur, dass es hier halt Run-and-Gun-Spiele sind. Ja? Die sind ziemlich schnell, die sind vor allem Contra 3, die Alien Wars, läuft in 60 Hertz extrem cool. Und das Gute bei den deutschen Versionen ist, dass sie sowohl Probotector auf die Mega Drive als auch Super Probotector ja mit 60 Hertz spielen könnt. Wenn ihr die Spiele anmacht, könnt ihr wählen, ob ihr das Spiel im Originalzustand mit 50 Hertz oder im verbesserten Zustand mit 60 Hertz spielen wollt. Und das ist ziemlich cool. Neben dem Bonusbook wie bei Castlevania und bei der Arcade Collection habt ihr hier noch auch die Möglichkeit, nach einem kostenlosen Update inzwischen die japanischen Versionen von Contra zu spielen. Und das sind 6 Stück. Da geht es dann auch los mit beispielsweise den Arcade-Ports in Japanisch, dann Super C auf Japanisch. Und da hat es mich ein bisschen gewundert, weil Contra, das japanische Contra, ist nicht unter den japanischen Versionen zu finden in der Collection, sondern steht bei den normalen Spielen. Also ihr habt quasi Contra und darunter nochmal Contra in der japanischen Fassung. Ob es da den Entwicklern irgendwie durchgerutscht ist, das in die japanischen Versionen zu packen, weiß ich nicht. Fand ich da ein bisschen fehlplatziert. Und bei vor allem bei Contra Hardcore habe ich einen Unterschied festgestellt. Da ist es nämlich so, dass ihr in der japanischen Version deutlich mehr Schaden nehmen könnt. Jeder Charakter hat bei Contra Hardcore ja drei Trefferpunkte quasi. Er kann also dreimal getroffen werden, bis man Leben verliert. Und bei Contra Hardcore in der US-Fassung oder auch bei Probotector bei uns ist es halt ein One-Kill-Death. Ne? Also einmal getroffen, Leben weg. Und somit ist Contra Hardcore in der japanischen Version deutlich einfacher als bei uns, weil ihr mehr Treffer einstecken könnt. Ja, also da vielleicht echt nochmal ein Blick wert. Und das ist im Endeffekt die Contra Collection. Also alles auch sehr rudimentär, coole Bonus-Features wie bei den anderen Collections auch. Kann man eigentlich fürs Geld nicht meckern. Und Castlevania, Contra und auch Gradius-Fans von mir aus kommen mit diesen Collections voll auf ihre Kosten, weil ihr kriegt hier viele Spiele für wenig Geld. Wer sich die ganzen 3 Collections digital kauft, zahlt 60 Euro und kriegt 26 Spiele. Das sind 2,30 Euro pro Spiel. Ich glaube, da kann man nicht meckern mit den ganzen Bonus-Features. Und am meisten Sinn machen hier bei mir tatsächlich die Savegames. Vor allem die Savegames. Vor allem bei Contra sind diese Savegames Gold wert, glaubt mir. Aber jetzt mal zu den Abers. Ich habe nämlich einige Kritikpunkte. Das sind digitale Spiele und da hat Konami eine riesen Chance vertan. Ja, da komme ich gleich zu. Was ich mir gewünscht hätte, sowohl bei der Arcade Classic als auch bei der Contra, als auch bei der Castlevania Collection wäre, kennt ihr die Konami Rebirth Reihe? Die Konami Rebirth-Reihe war auf der Wii zu Hause, ja. Und das sind 3 Spiele. Es gab Castlevania, The Adventure Rebirth, es gab Gradius Rebirth und es gab Contra Rebirth, ja. Das sind 3 Titel gewesen, die mit neuer Grafik, mit unglaublich schönen 2D-Sprites und ja, mit neuem Sound herausgekommen sind. Contra war, soweit ich weiß, eine eigene Entwicklung. Bei Castlevania handelte es sich um ein Remake des ersten Gameboy-Teils, der ja auf der Collection eh schon dabei ist. Und ich hatte mir gewünscht, dass auf jeder Collection einer dieser Rebirth-Titel mit drauf wäre. Dann hätte man nochmal einen zusätzlichen Kaufgrund für diese Collection. Konami hat es ja bei der Castlevania Collection mit Kid Dracula richtig gemacht, indem sie einen Titel veröffentlicht haben, der hierzulande noch nie erschienen war. Das ist ein guter Schachzug. Hat ja Square Enix jetzt mit der Collection of Mana auch gemacht. Aber wieso nicht die Rebirth-Teile da reinpacken? Die hätten hier wirklich gepasst. Dann hätten man die Originale gespielt und einmal so als Boni, nochmal als Kaufanreiz, den Rebirth-Titel. Das hätte ich mir richtig gewünscht. Und bitte Konami, wenn ihr nochmal eine Collection in petto habt zu jeder der Reihen, ja, dann macht das doch so, dass ihr den Rebirth-Teil damit reinpackt. Oder macht zumindest eine Rebirth-Collection. Ja, packt die 3 Rebirth-Spiele in eine Packung, alle 3 Games, verlangt davon mir 20 Euro, 30 Euro für, das lohnt sich, die würde ich mir persönlich nochmal kaufen. Wenn ihr mehr Collections macht, Konami, ja, zur Contra, vielleicht sogar eine richtige Shoot'em-up-Collection, ja, oder zu Castlevania, dann würde ich mir wünschen, dass ihr diese Spiele nicht vergesst, ja, das sind diese 3D-Games. Ich kann mir gut vorstellen, dass Konami vor allem bei Castlevania jetzt auf diese Metroidvania-Schiene fährt und vielleicht sogar irgendwann eine Collection rausbringt, wo es diese Game Boy Advance, DS und PlayStation-Spiele gab, ja? Also sowas wie Symphony of the Night oder Area of Sorrow oder wie sie alle heißen, ja? Order of Iglesia, Portrait of Ruin, das sind alles diese Metroidvania-Games. Richtig coole Dinger würde ich mir wünschen, obwohl es bei dem DS ein bisschen schwierig wird mit den 2 Bildschirmen. Aber bitte vergesst die 3D-Spiele nicht, ja? Ich würde mir super gerne wünschen, dass ihr diese beiden in eine Collection packt, wenn wir schon mal davon sprechen,
oder auch die Nintendo 64 Castlevanias. Ja? Ich weiß, sie sind bei vielen nicht beliebt, aber das sind gute Spiele und so könnte man die nochmal wieder erleben. Und bei Contra, es gibt ja noch super viele gute Spiele. Ich habe Contra The Adventure, glaube ich, heißt es, auf der PlayStation hier irgendwo stehen. Die beiden PlayStation 2 Contras. Es gibt noch Contra 4, was auf dem DS erschien, obwohl es da auch mit diesen zwei Bildschirmen ein bisschen problematisch werden könnte. Also ich glaube, dass man eine Contra Collection und eine Castlevania, vielleicht sogar zwei Castlevania Collections noch machen könnte, ja. Macht es, es lohnt sich, das sind tolle Spiele und so habt ihr vielleicht noch eine breitere Zuschauerschaft oder eine breitere Gamerschaft, die diese Spiele rein von euch erleben kann. Und wenn ihr schon dabei seid, ja, ich hätte noch ein paar Vorschläge, zwei um genau zu sein, drei. Macht doch eine Twinbee Collection. Nicht viele kennen Twinbee, aber ich mag diese Reihe super gerne. Eine Twinbee-Shooter-Reihe und es gibt ja auch einen Jump'n'Run zu Twinbee, würde ich begrüßen. Oder macht von mir aus eine Reihe zu dem Spiel hier, zu dieser Reihe, Mystical Ninja. Macht eine Mystical Ninja-Reihe, ihr habt doch die Spiele dafür. Es gibt über 15 Spiele zu Mystical Ninja, zur Reihe. Es gibt sie auf dem Super Nintendo, auf dem Nintendo, auf der PlayStation. Es gibt 3 oder 4 Mystical Ninja-Spiele, die hierzulande nie erschienen sind. Und das sind fantastische Spiele. Es gibt ein komplettes Action-Adventure, was eben im Stile von dem hier ist, für die PlayStation 2. Macht das bitte. Das wäre super cool und würde nochmal Mystical Ninja aus der Versenkung hervorholen, ja? Oder wie wär's mit Turtles? Ihr habt auf dem Nintendo, auf dem Game Boy, auf dem Super Nintendo, auf dem Mega Drive Turtles-Spiele en masse veröffentlicht. Bringt doch eine Turtles Anniversary Collection raus. Damit würdet ihr so viele Fans glücklich machen. Aber wenn ihr es macht, und hier kommt mein größter Kritikpunkt an den Collections, wieso nur digital? Macht es doch bitte Retail. Ihr packt so ein schönes Artbook als PDF auf die Datei. Noch nicht mal PDF, aber halt ne, digital. Da blutet mir das Gamerherz. Wieso macht ihr nicht eine Contra Collection als Retail, wo alle Spiele auf Cartridge für die Wii oder auf CD für die anderen Konsolen sind? Macht da einen schönen Pappschuber draus, legt da noch ein Steelbook rein von mir und nimmt dieses Buch, was ihr schon habt, und druckt das auf hochwertigem Hardcover, auf hochwertigem Glanzpapier, legt das dazu und verkauft das Ganze für 50, 60 Euro. Ich sag euch, die Fans werden es euch aus den Händen reißen, weil es einfach mal lohnt. Weil diese Spiele, A, es wert sind, gespielt zu werden, und die, die es nur spielen wollen, die können ja auf die Digital Collection zugreifen. Ich persönlich würde mir unglaublich gerne so eine Contra oder Castlevania Collection nochmal Retail kaufen, allein schon wegen dem Buch, weil das Buch ist richtig klasse. Ihr habt Konzeptzeichnungen, ihr habt Charakterzeichnungen, ihr habt eine ganze Contra-Timeline, ihr habt eine Castlevania-Timeline, ihr könnt nachsehen, wer mit wem und was verwandt ist, wie die Belmonts entstanden sind. Richtig geiler Scheiß, aber wieso nicht in physischer Form? Das würde ich mir so wünschen. Die Collections sind bis in Ausnahme auf die Arcade Collection, die hat echt hier und da noch so ein paar Schnitzer, sind alle Collections richtig cool. Aber halt digital. Und ich kann mir vorstellen, ich habe jetzt in meinem Discord mit einigen darüber gesprochen und viele sagen, ich würde mir die Collections kaufen, wenn sie nicht nur digital erhältlich wären. Wenn sie Retail erhältlich wären, glaube ich, hättet ihr viel, viel mehr Collections verkaufen können. Nehmt euch das mit und macht uns bitte eine Mystical Ninja und Ninja Turtles Collection. Das würde mich sehr freuen. Das war mein großes Video zu den Konami Anniversary Collections. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran. Lasst uns mal gemeinsam in Erinnerung schwelgen, welches war euer liebster Contra-Teil, welcher war euer liebster Castlevania-Teil, welche Collection würdet ihr euch noch wünschen von Konami, die ich hier nicht erwähnt habe. Kennt ihr die Rebirth-Reihe auf der Wii? Schreibt mir das in die Kommentare. Lasst uns mal alle über die unglaublich guten alten Konami-Titel sprechen und vielleicht ist das der erste Schritt, um Konami wieder dorthin zu bringen, wo sie irgendwann mal waren. Ja, ich würde mich auf eure Kommentare freuen. Hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich verbleibe mit den besten Grüßen. Lasst es euch gut gehen. Habt Spaß beim Zocken. Adios, euer Andi.